Und zu den berühmten Klängen von Jean-Michel Jars Ethnic Color von 1984 begrüße ich euch zu meinem neuen Retro-Projekt. Was spielen wir? Wir spielen Captain Blood von 1988 auf dem Atari ST. Hier gespielt mit dem Atari ST, nein, doch, mit dem Atari Emulator. Er das heißt einfach nur Atari mit H vorne dran und mit RetroArc als äh, grafisches User Interface für diesen Emulator. Wer RetroArc nicht kennt, äh, ganz kurz, das ist einfach nur äh, ein Programm, mit dem man alle möglichen Arten von Emulatoren an einem Ort hat und äh, eine ziemlich coole grafische Oberfläche dafür. Kann ich mal kurz zeigen hier, wenn ich auf der Tastatur F1 drücke, ähm, dann komme ich hier in ein Menü und äh, kann hier alle möglichen äh, ja, Sachen einstellen und alle möglichen Spiele direkt aus einem ähm, sehr übersichtlichen und sehr äh, schicken Menü und einfach starten. Äh, aber äh, darüber will ich gar nicht großartig reden. Heute will ich über Captain Blood reden. Ähm, Captain Blood ist ein sehr experimentelles Sci-Fi-Game aus Frankreich, ähm, entwickelt von der Firma Air Informatique und gepublished von Infogramm. Und wie gesagt, auf dem Atari ST äh, entwickelt. Und das ist auch die Plattform, die äh, bei weitem die beste Version erfahren hat. Es wurde auch noch für eine ganze Menge weitere Systeme portiert. Äh, Amiga, Apple II, Macintosh, IBM PC, Amstrad, CPC, Schneider, CPC, C64, ZX Spectrum und Thomson glaube ich auch noch. Ähm, und das äh, ist auch ein, äh, ein Zeichen für, oder, oder ein, also eine Eigenschaft von Ära Informatik. Sie haben sich vor allem auf die Video- und Spielentwicklung von äh, Heimcomputern, für Heimcomputer ent, äh, spezialisiert. Sie wurden äh, zu einem Zeitpunkt um, die, äh, um, die Release, äh, um den Release-Zeitpunkt dieses Spiels äh, ungefähr von Infogramm mehrheitlich übernommen. Um, aber zu einem späteren Zeitpunkt hat sich ein Teil des Teams dann, das sind Teil des Teams von äh, dem damals noch Ära Informatik, abgespalten. Und hat Cryo Interactive gegründet, die wiederum sind ja recht bekannt für andere große Adventure-Games, wie zum Beispiel die Dune Adventures. Um, genau. Captain Blood hat noch zwei Sequels bekommen. Commander Blood 1994 und Big Bug Bang 1997. Die waren beide aber bei weitem nicht so besonders und auch nicht so bahnbrechend wie der erste Teil. Und haben auch nicht so wahnsinnig viel damit zu tun gehabt, was das Game Design anging. Die haben sich schon stark davon unterschieden. Es gibt ein Fangame, das nennt sich Bloody and Chronicles. Ist aber noch nicht fertig. Kann man auf H.I.O. Äh, kostenlos runterladen. Oder ist, glaube ich, einfach nur das Pay What You Want äh, Geschäftsmodell. Und das ist erstmal zu den Fakten des Spiels. Äh, ich habe mich intensiv auf das Let's Play-Projekt vorbereitet. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich es einigermaßen verstanden habe, was ich überhaupt vor mir habe. Denn ähm, für diejenigen, die das gar nicht kennen, die werden erstmal wahrscheinlich ein bisschen... Die Nase rümpfen und wahrscheinlich auch denken, sowas macht Spaß oder das soll ein Spiel sein oder wie soll das denn gehen? Ähm, ja, das. Ähm, aber eins nach dem anderen. Ich werde es dann schon Stück für Stück hier vorspielen. Ich habe jede Menge LPS dafür geschaut, äh, auch welche, die sich dann komplett wirklich bis zum Ende durchgeschlagen haben, bis zum ähm, bis zum Endscreen. Ich habe selber circa 70 der Story durchgespielt. Bis ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, oh, ich habe mich in eine Sackgasse gespielt und konnte nicht mehr weiter. Um, aber jetzt äh, mit der Hilfe von natürlich einigen ja, Walkthroughs und äh, Strategieguides ähm, werde ich das Spiel auf jeden Fall komplett einmal hier zeigen. Okay, kommen wir zur Story des Spiels selbst. Ähm, Captain Blood ist ein Programmierer, der eigentlich Bob Morlock heißt. Äh, der in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts lebt, wahrscheinlich auch so ungefähr in der Zeit, in der das Spiel erschienen ist. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es das so ein bisschen autobiografisch ist. Und Bob Morlock äh, hat finanzielle Probleme. Er muss dringend Geld verdienen, er muss dringend irgendein Hit landen als, äh, als Videospielprogrammierer, damit er seine Rechnungen bezahlen kann. Und er hat die Idee bzw. den Plan, dass er... Ein nie dagewesenes Spiel auf den Markt bringen will, das äh, keiner vorher gemacht hat äh, und das sich sehr unterscheidet von diesen klassischen Spielhallen-Games der damaligen Zeit, die eigentlich ziemlich stupide sind, nach, meine, nach seiner Meinung und in denen es nur darum geht, einen Highscore zu, äh, zu knacken und aufzustellen. Und mit Captain Blood wollte er was völlig Neues machen. Ich zitiere mal aus dem. Äh, Handbuch, beziehungsweise aus uh, dem story Abschnitt des Handbuches. The computer game to end all computer games. That was Blood's goal. No one knew his real name. He had always gone by the programming pseudonym Captain Blood. There were more than enough mindless shoot-em-ups out there. Blood decided. He was determined to create the ultimate science fiction adventure, complete with incredible visual effects, a strange and complex story. And most important of all, a life of its own. Months went by and Blood programmed on. A whole world came into being, lovingly created down to the last detail. The world was Hydra, a vast galaxy of innumerable planets, each one different. He created 14 unique alien races, complete with their own languages and complex social systems. To facilitate interplanetary communication, Blood developed the Upcom. The Universal Protocol of Communication. A sophisticated system of icons available to all aliens. For speedy travel between planets, Blood envisioned hyperspace, a somewhat psychedelic space warp option. And of course, he inserted an adventure loving intergalactic hero named, what else? Captain Blood. Finally, it was done. The last routines were in place. Holding his breath, Blood gave the momentous commands. Edit, Compile. Run. The monitor went blank for a moment, then began to glow with an eerie blue light that grew stronger and stronger. Blood was mesmerized. He stared into the monitor, unable to look away. Stars and planets began approaching, slowly at first, then faster and faster. Blood felt himself being drawn into the screen, pulled by some incredibly powerful force. As the force intensified, he started losing consciousness. The glow in the room began to fade as the monitor dimmed, and then went black. Blood had disappeared. He regained conscious consciousness slowly, an intense pain shot through his head. And his right arm felt kind of funny too. He looked around, unable to figure out what had happened. Where the f am I? He mumbled to himself. A computerized voice immediately responded, Well, Captain, we were headed for Corporal. But Something went wrong during the hyperspace warp. I'm not sure, but I think uh, mm, that is, I'm afraid you've been. Ja, hier mache ich mal äh, einen Punkt und zitiere das äh, nicht weiter. Das geht noch eine ganze Weile so äh, weiter, denn es wird erklärt äh, und äh, beschrieben, was denn eigentlich mit Captain Blood passiert ist. Er ist tatsächlich in sein eigenes Computerspiel reingesogen worden und befindet sich jetzt am Bord der Arche. Und das ist das, was wir hier auf dem Screen sehen. Das Cockpit der Arche. Ich äh, wähle jetzt hier erstmal die Sprache aus. Wir spielen Englisch. Französisch, was ja eigentlich die Originalsprache oder die Muttersprache der Entwickler ist. Denn das Spiel kommt ja aus Frankreich. Äh, das kann ich nicht besonders gut. Und deswegen spielen wir auf Englisch. Ähm, ja, jetzt... Äh, Gehe ich mal hier, erstmal hier aus dieser Ansicht hier nochmal raus ähm, und zeige euch ja nochmal die, äh, das, äh, die Innenansicht der, der, äh, der Arche, das, ist das Cockpit. Denn das sieht alles sehr grotesk aus, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, das hat auch einen Grund, denn das Spiel, äh, also dieses, dieses äh, Raumschiff, dieses Cockpit ist biologisch. Das ist keine mechanische leblose Hülle, sondern es ist tatsächlich ein biologisches Raumschiff. Und hier rechts da dieses Gesicht, was man da hat, das sind äh, sogenannte Orcs. Ähm, das sind lebende biologische Sonden, die äh, quasi hier am laufenden Band geboren werden und äh, mit denen ich Planeten erkunden kann und mit den Planetenbewohnern kommunizieren kann. Hier links, das ist das Frigitorium. Das ist eine ja, eine Cryo-Kammer, eine, eine, Cryo, eine würde ich jetzt mal sagen. Ähm, in die kann ich ähm, die Aliens, die ich treffe, auf meinem auf meinem Trip, auf meiner Reise äh, teleportieren und äh, einfrieren und äh, mit ihnen lange interstellare Reisen machen. Ich kann sie aber auch töten. Und zwar wirklich mit, äh, mit einem Klick auf die linke Maustaste. Mehr ist es nicht. Der Arm hier, das bin übrigens ich. Also. Mir geht es anscheinend irgendwie nicht ganz so gut, aber ich bin schon lange unterwegs. Ähm, die Story sagt, dass äh, Captain Blood 800 Jahre durch die Galaxie geirrt ist, um, und jetzt kommt's, dass es das, was passiert ist, bei diesem Hyperspace-Sprung, seine Klone wiederzufinden. Er wurde bei einem missglückten Hyperspace-Sprung äh, 30 Mal geklont, glaube ich. Und. Er hat insgesamt 25 schon gefunden und getötet, denn er muss sie töten, damit er seine Körpersäfte wiederbekommt. Und jetzt hat er noch fünf vor sich. Diese fünf haben sich aber in der Galaxie, in der er sich befindet, in der Hydra-Galaxie, ähm, versteckt. Und äh, sie wissen auch, dass äh, Captain Blood sie sucht. Denn äh, irgendwie äh, ist diese Information an die Aliens gekommen. Wie auch immer, das wird nicht genauer spezifiziert. Und die haben das natürlich den, äh, den Klon gesteckt, wahrscheinlich um da einen kleinen finanziellen oder einen großen finanziellen Vorteil auszuschlagen. Und ja, äh, er ist halt jetzt schon so lange unterwegs und er hat nicht mehr viel Zeit. Man sieht da oben, da wo dieser Sekunden hochgezählt werden, ähm, das ist der Timer. Und wenn der eine bestimmte Zeit erreicht hat, dann stirbt Captain Blood. Aber äh, da gibt es noch ein paar Stufen vorher. Ähm. Der, diese Uhrzeit oder diese, diese, dieser Timer, der bestimmt auch, wann wir bestimmte Dinge im Spiel machen dürfen, weil bestimmte Sachen quasi erst ab einer bestimmten Zeit oder bis zu einer bestimmten Zeit gemacht werden dürfen. Es ist zum Beispiel auch so, wenn wir jetzt zu lange brauchen, um hier den ersten Klon zu finden, dann fängt irgendwann der Arm von Captain latti hier an zu zittern und äh, ich habe Mühe und Not, äh, die Buttons richtig zu treffen und später auch, und das ist viel entscheidender, die Koordinaten in der äh, Galaxiekarte richtig einzustellen, weil da braucht man wirklich, äh, so muss man fast pixelgenau treffen. So, das ist jetzt erst einmal die Story gewesen. Äh, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu viel äh, und es war nicht zu, äh, zu unverständlich. Ich würde jetzt einfach mal reingehen und das Spiel tatsächlich spielen. Kurze äh, Information noch zu der UI hier. hier. das hier unten, das sind alles Buttons. Die werde ich dann erklären, wenn sie dann gebraucht werden. Hier links, das ist ja sieht aus wie ein Disketten-Symbol, Das ist Save and Load. Hier, das ist einfach nur die Planetenansicht, in die wir gleich gehen werden, in die Orbit-Planetenansicht. Und das ist die Galaxieansicht. Die brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Wir gehen in die Planetenansicht und wir sind äh, im Orbit eines Planeten, der bewohnt ist. Äh, so viel sei dazu auch noch gesagt. Das Spiel hat äh, einen Zufallsmechanismus, dass äh, die Planeten in der, in der Galaxie ähm, nicht alle immer dieselben sind und auch nicht immer äh, dieselben Planeten bewohnt sind. Aber man startet immer an einem bewohnten Planeten. Und auf dem werden wir jetzt landen, beziehungsweise wir werden von uns vorher sogar nochmal kurz die Oberfläche angucken. Okay, äh, das ist jetzt äh, ein Planet, der militärisch befestigt ist. Das sieht man daran, dass hier diese komischen blinken roten Punkte sind. Und das bedeutet, ich werde äh, beim Landen auf dem Planeten ähm, Raketen ausweichen müssen, die mich sonst treffen. Aber das ist nicht so schwer. Ich lande jetzt einfach mal und wir kriegen eine kleine Flugsimulationsähnliche Sequenz zu sehen. Jetzt wird hier so ein Orks gestartet. Und ja, es kommt leider so ein nerviger Sound. Den kann man nicht abstellen. Und diese Pfeile, die da auf meinen Cursor zukommen, das sind die Raketen, die mir am Arsch kleben. Und ich muss halt gucken, dass ich unter das, unter das Radar komme. Damit ich von den Raketen nicht getroffen werde. Und wenn die dann wieder weg sind. Und ich... Tief genug fliege, dann passiert das nicht, dass die wieder auf mich zukommen, aber jetzt bin ich immer noch zu hoch. Man sieht es da links und rechts an den Seitenrändern, da ist da so eine Skala, wo man sieht, wie hoch ich fliege. Aber das kommt halt auf das Terrain an. So, jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas. Mit, mit der linken und rechten Maustaste gibt man Gas. So, jetzt bin ich äh, am Anfang des Tals auf diesem Planeten angelangt. Und jetzt muss ich hier einfach nur bis ans Ende des Tals fliegen und dann komme ich zu den Bewohnern dieses Planeten, der sich mir dann offenbart. Und diese Art von Sequenz muss man auf jedem Planeten machen, den man besucht. Es gibt insgesamt 32.000 davon in dieser Galaxie. Deswegen ist, ist es nicht so eine gute Idee, einfach nur wild durch die Gegend zu fliegen und jeden einzelnen Koordinate auf der Karte anzufliegen, sondern man muss schon wissen, wohin man will. Weil die meisten Planeten sind komplett leer. Das sieht jetzt hier alles wahrscheinlich ein bisschen schwierig aus. Es, es fliegt sich aber relativ einfach, denn man braucht wirklich nur die Maus dafür. Und wenn man nicht zu schnell fliegt, dann ist das Risiko auch nicht so hoch, dass man irgendwo dagegen kracht. Das darf man, glaube ich, insgesamt siebenmal passieren. Und dann äh, ist der Orks kaputt und muss einen neuen losschicken. So, jetzt sind wir hier bei den Planetenbewohnern. Die Landschaft materialisiert sich ganz äh, gemächlich. Und wir haben den ersten Alien gefunden, der so ein bisschen aussieht wie Arnold Schwarzenegger ähm, und auch sehr, sehr human aussieht. Wir haben auch noch andere Aliens in dieser Galaxie, die haben überhaupt nichts mit menschlichem Aussehen zu tun, aber sind trotzdem zumindest einigermaßen, würde ich mal sagen, äh, naja. Also sie sind nicht komplett grotesk. <laughs> okay. Äh, aber was haben wir denn hier eigentlich vor uns? Ähm, das ist das Abkommen, von dem in der äh, Story im Prolog die Rede war. Das Universale das Protokoll für Kommunikation. Und das ist im Prinzip eigentlich nur eine Sammlung von Emojis oder von ja, Emoticons. Piktogramm, was ihr euch immer äh, euch äh, überlegt, ähm, Symbole und die kann ich hier unten anklicken und dann kann ich mit dem äh, Alien reden. Aber im Moment ist der erstmal mit uns am reden. Hier links ist das, was er sagt. Er sagt jetzt im Moment, how do you? Also, hey, wie geht's? Und ich muss hier auf diesen äh, ja, Kussmund, wie auch immer, <laughs> draufklicken. Das ist der, 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 das Mikrofon, weil er dann erst weiterspricht. <laughs> Me, Cronus Ulf, Dead Genetic. So, <laughs> jetzt muss ich schon wieder weiter erklären. Ja, das ist, äh, das, deswegen ist das wahrscheinlich auch so so bahnbrechend experimentell, dieses Spiel, wie auch immer man das nennen möchte, denn äh, es hat, glaube ich, nicht wirklich äh, nochmal so ein Spiel gegeben. Das ist natürlich ziemlich anspruchsvoll und auch anstrengend, vor allem mit äh, den. Aliens oder mit den NPCs im Spiel zu kommunizieren, denn man muss wissen, was man die denn überhaupt fragen muss. Man muss wissen, was man denn überhaupt will, weil das wird, wenn man die Story nicht gelesen hat, ja überhaupt nicht klar. Und man muss auch wissen, wie das überhaupt gehen soll und wie man mit dem wenigen, was man hier an Vokabular hat, denn überhaupt ordentlich kommunizieren kann, denn die Gegner haben auch, also Gegner nein, die NPCs haben auch nichts andere äh, keine anderen Symbole als die meinen. Und die sind anscheinend aber trotzdem universell in der ganzen Galaxie. Er sagt... Ja, genau. Das haben wir schon vorgelesen. Stimmt ja. Ähm, aber was bedeutet das, was er sagt? Er sagt, okay, er ist Krulis-Ulf. Wenn ich das jetzt nicht wüsste, könnte ich damit nicht viel anfangen. Ich müsste das alles irgendwie erraten. Ähm, aber zum Glück muss ich das jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass Krulis-Ulf eine Alienrasse ist. Also er gehört zur... Alienrasse der Krollis Ulf. Und das, was er hier als die, beid, die beiden letzten ähm, Emoticons, die er uns da schickt, oder die Piktogramme, das sind, das ist sein Name. Er heißt der Genetic. Und das, damit habe ich sehr lange gebraucht, das zu verstehen, äh, wie das Sprachsystem in dem Spiel funktioniert. Weil, wenn ich das nicht wüsste, wäre das für mich Kaulerwelsch. Also ich würde noch verstehen, me. Also, dass er irgendwie, dass er sich vielleicht vorstellen will oder sowas, aber das dann, das, was danach kommt, das hätte ich überhaupt nicht verstanden. Aber ja, jetzt weiß ich es. Er ist also ein cooles Wolf. Und der Planet heißt Trap vor. Mehr auch nicht. Also das ist die, äh, das ist einfach nur das, was er hier sagt. Und dass das ein Name ist, äh, das muss ich auch erstmal lange, lange herausfinden. Also was der Unterschied ist zwischen Namen und zwischen irgendwelchen anderen Worten, äh, das hat erstmal eine Weile gedauert. Und äh, jetzt kommt der nächste Punkt. Wir müssen uns in diesem Spiel Notizen machen. Wenn wir uns keine Notizen machen, kommen wir nicht weit. Beziehungsweise äh, wir kommen nicht weit, wenn wir kein äh, idetisches Gedächtnis haben. Das äh, klappt nicht, weil wir müssen uns Koordinaten merken. Wir müssen uns Planetennamen merken, wir müssen uns die Alienrassen merken, die auf den Planeten leben, und wir müssen uns auch die Namen der Individuen merken und vielleicht auch noch die ein oder andere weitere Notiz. Deswegen schreibe ich mir jetzt tatsächlich auf Papier auf: Wir sind auf der Koordinate 173,51. Das ist das, was ihr ganz oben am oberen Bildschirmrand seht. Wir sind auf dem Planeten Trap 4 und. Das ist die Rasse der Krulis Ulf. Und sein Name ist der Genetic. Ich gehe im Moment mal davon aus, dass äh, er männlich ist. Und weitere Notes habe ich erstmal nicht. Aber so muss man tatsächlich vorgehen im Spiel. Und das werde ich jetzt aber. Äh, ähm, naja, um, um, das, um der Zuschauer willen, auf jeden Fall rausschneiden meine ganzen äh, zusätzlichen Dinge, die ich hier äh, mit Stift und Papier mache, weil das dauert sonst alles viel zu lang. Machen wir mal paar weiter, lassen wir ihn reden. Ich habe ja noch auch gar nichts zu diesen Samples hier gesagt. Also diese, äh, diese, diese Sprache, die wir hier ausgegeben bekommen, die äh, tatsächlich wirklich ähm, ja, auf dem Atari ST auch so ausgegeben wurde die gibt es äh, in dieser ausführlichkeit nur auf dem atari st, auf den anderen plattformen. unterscheidet sich die dann später dann nicht mehr? dann hört man immer nur die gleiche. hier äh, in dieser version hat jedes alien seine eigenen Sprachsample oder seine eigenen, seine eigenen sprachprofile, sage ich mal, denn die sprache selbst, die worte sind trotzdem dieselben und wenn man gut genug ist, dann kann man die tatsächlich später sogar verstehen. Me Great Warrior er hält sich für einen großen Kämpfer. Okay, aber mehr hat er nicht zu sagen. Jetzt können wir mit ihm reden. Wir werden ihn fragen, äh, ob er denn vielleicht unsere Klone getroffen oder gesehen hat. Allerdings wird das schwierig, denn dieses äh, Wort bzw. diese Bezeichnung für die Klone, das sind hier die Duplicates, die kann, das kann ich nicht anklicken. Ist ausgegraut oder halt zumindest nicht anklickbar. Das heißt, er kennt wahrscheinlich die Vokabel nicht oder äh, was auch immer. Jedenfalls kann ich ihn danach nicht fragen. Dann äh, werde ich ihm einfach mal begrüßen und sagen, wer ich bin. Me Blood. Und ich sag auch einfach mal, dass ich ein Great Warrior bin. Great. Hier, great warrior. Me great. Ja, er hat ein großes Ego. Er sagt nochmal, dass er groß ist. Me kill warrior me destroy. Laugh. Me Destroy Brain Laugh. Okay, also er will irgendein Gehirn zerstören. Und mehr sagt er uns auch nicht. Ja, er gehört eher zu der etwas einfacheren Sorte. Und äh, scheint sich auch nicht wirklich mit großartig anderen Dingen zu beschäftigen, als äh, seine Muskeln zu trainieren und seine Schießkünste oder seine Tötungskünste. Dann machen wir mal mit etwas anderem weiter, was ich jetzt nicht wissen würde, wenn ich es nicht schon gespielt hätte. Aber es gibt tatsächlich eine konkurrierende Rasse zu den Crueless Ulf. Das ist das Symbol für die Crueless Ulf. Darüber sind die Crueless Var. Und mit denen sind sie im Krieg. Ich spreche jetzt einfach mal nur diese Rasse aus und mal gucken, ob er dazu was zu sagen hat. Erstmal nicht. Immer noch nicht. Ja, dann frage ich ihn mal direkt, weil er scheint es wohl nicht zu verstehen, was ich von ihm will. You? No? Cruel is war? Fragezeichen? Me, no danger, Missile. Oder ja, ja, Danger Missile, keine Ahnung, weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass das ein Name eines Individuums ist von den Cruelest War. Er will aber mir trotzdem immer noch nicht mehr sagen. Ich frage ihn nochmal, Cruelest War. Jetzt sagt er ein bisschen mehr. Me Cruelest Ulf der Genetic. Me want you, destroy planet Krulisvar. Jetzt rückt er endlich mal raus. Das wollten wir von ihm wissen. Er will nämlich, dass wir seine Feinde töten. You kill cruel is war Planet Trap 2. So, jetzt gibt er uns hier den Namen eines Planeten. Und wahrscheinlich danach auch direkt eine Koordinate. Genau, und die müssen wir uns jetzt auch wieder aufschreiben. Dann ein weiterer Planet, Great Fear. Und der Planet Kill You. Der Planet Trap 1. und das war's jetzt äh, drückt er noch seine liebe zum töten aus und dass wir von ihm wichtige informationen bekommen wenn wir seinen auftrag erfüllen und damit schickt er uns auf den weg und äh, wir können uns jetzt entscheiden ob wir seinem wunsch entsprechen oder ob wir vielleicht irgendwas anderes tun und das ist im prinzip das was wir jetzt hier gesehen haben ist eigentlich ich würde mal sagen, 90% von dem, was wir in, in Captain Blood, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar 100% von dem, was wir machen in Captain Blood überhaupt. Wir fliegen durch die Galaxie, äh, ein Teil, nämlich das durch die Galaxie fliegen, habe ich euch noch nicht gezeigt, das machen wir gleich. Wir fliegen durch die Galaxie, äh, wir suchen nach Aliens, wir weichen ein paar Raketen aus und reden dann mit den Aliens, damit sie uns Informationen geben, wo unsere fünf Klone stecken. Und das ist im prinzip alles. am ende, äh, wenn wir die fünf klone alle getötet haben, können wir noch ein zusatzziel erreichen. Äh, wir können uns noch das babe of the galaxy, äh, das ist äh, von der rasse der ondoyante ähm, namens torka, äh, mit auf unser schiff ähm, teleportieren und mit ihr dann sozusagen schön in den äh, ähm, Horizont des Bildschirms wegfliegen und damit dann gewonnen haben. Ähm, ja, das ist alles sehr, also man merkt, dass es alles sehr altbacken teilweise von den, ja, ja, von von den Gedanken irgendwie auch sehr, sehr cheesy. Ja, aber es ist trotzdem spannend, denn tatsächlich das Gameplay und die das Konzept, wie das Spiel dann zu spielen ist, das finde ich schon richtig spannend. Ich werde jetzt hier erstmal eine kurze Pause einlegen, ähm, damit die Folge nicht zu lang wird. In der nächsten machen wir uns dann direkt auf den Weg und fliegen auf den Planeten Trap 2 und gucken mal, was die Cruelest War uns zu sagen haben.